Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin Präsident der Egonson, El Presidente genannt, und habe hier eine kleine, aber feine Karibikinsel am Laufen. Wir brauchen ein bisschen Geld, um ein Atomkraftwerk zu bauen, 40.000, soweit wir jetzt nicht kommen. Was wir als erstes bauen werden ist, was wir eben nicht bauen konnten, sag's mir, irgendwas für 15.000 oder so. Ich habe jetzt wirklich nur eine Minute Pause gemacht seit eben und hab's schon wieder vergessen. Präsident, mehrere Länder Europas werden islamisch-religiöse Symbole in der Öffentlichkeit verbieten. Der Mittlere Osten und die islamische Welt sind aufgebracht. Europa hat kein Recht, das zu tun. -15%, -15 Beziehungen zu Europa. Europa ist mir da jetzt nicht so wichtig und finde ich auch arschig von Europa, dass sie das machen. So, bauen sie eine goldene Statue. Haben wir das Geld dazu? Ich weiß es nicht. Ansehen bei Loyalisten erhöht. Schauen wir mal. Fraktionen. Loyalisten 80. Ja, die Umweltschützer 0%. Ein Tod muss man sterben. Wir können aber mal nicht einen Raketentest machen. Aber das Ding ist ja, dass die Beziehungen zum Ausland natürlich immer drunter leiden. Ja, das können wir nicht auf die Spitze treiben. Wieso sind denn Minus-Atomtests der USA bei USA, weißt du? Das verstehe ich nicht. Die USA müssten doch froh sein, dass mehr Atom... Naja. Da müsste stehen, Atomtest der UdSSR. Weil sie sind ja böse, weil Atomtest... Waffenfabrik! Mir fällt es wieder ein. Industrie. Oh, jetzt haben wir wieder nicht das Geld, ne? Verpasst! Naja. Wie sieht's bei dir aus? Was? Müll? Müll? Importe zulassen? Nee. Wir brauchen mehr. Ja, dann können wir die... Guck mal, hier ist doch ideal Platz für Mülldeponien. Ich würde es mal nehmen. Infrastruktur? Ja. Mülldeponie? Ja. Ich hoffe mal, dass irgendwann noch in diesem Leben Bauarbeiter dorthin finden werden. Auch zwei sind anscheinend schon dort. Oder zwei auf dem Weg. Ja, super. Um dann... Jetzt habe ich es raus. Rot heißt hier nicht bauen, weil, ne, Leute und eben Nahrung. Und hier draußen Mülldeponie passt. Passt doch wunderbar. Oh, sie wird sogar fertig. Nein, das glaube ich ja jetzt nicht. Nice. Noch eine gleich. Genau, da war doch dieser eine Auftrag. Bauen Sie mal Mülldeponien. Iron Man, Raketentest. Iron Man. Präsident, wir können ein sehr profitables, wenn auch etwas illegales. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt annehmen. Dafür bekommt man nämlich hoffentlich Geld. Und der pan-karibische Gipfel wird da eh gleich dazu führen, dass wir wieder DEFCON auf 5 kommen sogar. Ah ja, super nice. Dann haben wir jetzt aber sowas von Geld, um die Waffenfabrik zu bauen, die wir aber mal bauen werden. Wenn wir irgendwo Platz dafür finden. Wir sind hier aber auch zugebaut. So, und dann hier aber auch noch infrastrukturtechnisch ein Fuhrparkbüro. Yep. Raketentests heben wir uns auf, was wir mal wieder finanziell in der Produktion sein sollten. Also circa in 5 Minuten. Und hier sind Hütten. Das bedeutet mehr Unterkünfte. Mehr Konventilos. Ich mag Konventilos. Die sind schön bunt. Ja, da werden wir wohl hier erweitern müssen. Unterkunft. Können wir nicht mehr bauen. Ah, aber Quatsch, Notunterkunft. Ich möchte gerne für etwas Unterhaltung sorgen. Aber nur für Tropicana. Ein Kino. Ja, lass uns doch mal ein Kino bauen. Ich als Filmwissenschaftler. Gib da einen Daumen hoch. So, hier Neubaugebiet. So wie es sein soll. Sehr schön. Dann erfüllen wir die Waffenfabrik-Quest. Eisen werden wir, denke ich mal, auch exportieren, wenn denn die Waffenfabriken nicht alles verschlingen an Eisen, was wir haben. Aber wir haben zwei Eisenminen. Wir können noch eine dritte bauen, habe ich gesehen. Damit warten wir aber mal, bis wir wieder Geld haben. Und DEFCON 5, das bedeutet, wir können den nächsten Raketentest angehen, aber würden dann natürlich wieder uns mit den USA oder den UdSSR verschätzen. Und wir bekommen 100.000 auf unser Schweizer Bankkonto. Ach, dafür war das da. Okay. Schauen wir mal, wie es im Ausland gestellt ist. Ja. Puh.
Papa, der mit der Rossen liebt uns. Ja, die USA. Wir müssen dann, verscherzen wir uns mit den USA. Schauen abermals hier den Atompilz an. Das haben sie schon schick gemacht. Das ist schon nice. Damit steigern wir zwar wieder DEFCON, aber wir sind ja gerade mal bei 4, weißt du? Parkhaus überlastet, schon wieder. Wir haben doch ganz viele neue gebaut. Infrastruktur, Parkhaus. Es glüht hier alles so stark, dass ich gar nicht mehr sehe. Wie, wo, was? Hier? Das passt schon. Hier ist auch ein Parkhaus, ne? Und Infrastruktur, Parkhaus. Hier. So. Welches denn eigentlich? Du, ja, gut, aber ich meine, ne? Was ist das? Eine Zuckerfarm? Wieso arbeiten hier so wenig Leute? Wir brauchen den Zucker für unsere Rumdestillerie. So, Finanzhilfen sind eingetroffen, Schifffahrt eingelegt, ein neuer Einwanderer nur. Ja, ich hoffe mal, der wird Bauarbeiter. Ich mag Bauarbeiter. Denn die bauen das Zeug, was wir hier gerne haben würden. Exportieren sie 500 Eisen. Ja, wir müssen, glaube ich, tatsächlich die letzte Eisenmine noch bauen. Wo war das? Hier. Machen wir. Infrastruktur, Straße. Da ist ja gar nicht so weit. Und natürlich das Fuhrparkbüro nicht vergessen, damit ja das Eisen auch dahin kommt. Soll man das beschleunigen? 3000? Nee, wir haben so viele gute Leute, das passt dann schon. Ein Parkhaus hier in der Stadt wäre natürlich nicht verkehrt noch. Bekommen wir das hier hinten vielleicht in die zweite Reihe gebaut? Ja. Kommst du her? So wird ein Schuh draus. Und ja, jetzt, ja, jetzt haben wir diese, die Papaya-Farm praktisch zerstört. Aber die können hier noch anbauen, weißt du? Ja, was sind die auch mit in der Stadt? Das könnte ich auch von diesen Maisfeldern, fragen. Aber die sind historisch so gewachsen. Und bleiben deswegen. Noch mehr Konvertilos. Konvertilos wäre alle. 46 Schwungqualität, 77, wow, super nice. 62. Ja, dann mach mal das 46er hier wieder fit. 61, 57, 77. Das ist gut, das ist auch gut. Waffenfabrik, verwalten. Was können wir hier eigentlich noch machen? Jeder mag Sturmgewehre. Handfeuerwaffen. Sind jedoch schwer herzustellen und die Produktion der Waffenfabrik sinkt um 10%. Ja, bekommen wir dafür wenigstens mehr Geld. Die Produktion wird um 10 gesteigert, aber die Beziehungen zu den USA verschlechtern sich. Gute Nachrichten. Nee. Es ist nicht Lupus. Dr. House. Wir haben einen ernstzunehmenden Ausbruch der Lama-Grippe auf der Insel. Die internationale Gesundheitsorganisation befürchtet den Beginn einer Pandemie. Wir wurden unter Quarantäne gestellt. Es können keine Einwanderer außer angeheuerte ausländische Fachleute, die unsere Insel betreten. Oh no! Das heißt, wir dürfen nicht wachsen. Vielleicht sind wir auch überfordert ein bisschen mit unserer einen kleinen Klinik. Wie sieht es hier überhaupt aus mit der Zufriedenheit? Soweit so gut, Sicherheit, ja, aber Umwelt und Freiheit. Da wir im Minus sind, werde ich mir jetzt ersparen, eine Radiostation zu bauen. Und irgendwann werden wir auch mal diese Maisfelder hier in der Mitte leider abreißen müssen und sie in die Außenbezirke verlagern. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Und Eisen exportieren. Ja, würde ich schon gerne machen. Oh, da schau her. Bauarbeiter beim Bauarbeiten. Super nice. Dazu die Zementfabrik. Fabrik, das ist schon gut. Jetzt ist der Raketentest hier. Die 10.000 können wir schon gebrauchen. Aber wir wollen es uns nicht noch weiter mit dem Ausland verscherzen. Denn die Beziehungen sinken und sinken. Da helfen unsere Staatsschulden nicht unbedingt. Bücherverbrennung erlassen. Niemals. Oh mein Gott. Dosenkaffee exportieren. Präsidente, der US-Senat ist unzufrieden. Dazu bauen wir eine Konservenfabrik. Hier hin. Yep. Die dann Dosenkaffee herstellt und die Beziehungen zu den USA verbessert. Und dann können wir Präsidente, zwei kostenlose Grundschulen, noch mehr Schulen. Heieiei, wir sind ja ein Volk voller übergebildeter Leute.
Übergebildet. Das Wort habe ich gerade mir aus dem Hut gezaubert. Wir brauchen neue Straßen. Einmal. Zweimal. Bildung, Grundschule. Zack. Bildung, Grundschule. Zack. So. Agentest lassen wir jetzt erstmal. Bücherverbreitung erlassen, paplapap. Apropos Erlasse, die benutze ich viel zu wenig. Allgemein. Kostet ja alles Geld, ne? Soziale Absicherung. Ich meine, die Leute lieben mich dann schon, aber. Wirtschaft, Industriewerbung. Erforderlich 8000 Fernsehstationen. Erfordert Minister für Wirtschaft. Erhöhte Gewinne für Industriegüter für 3 Jahre. Das wäre nicht schlecht. Wir brauchen einen Wirtschaftsminister. Hierfür brauchen wir überall einen Wirtschaftsminister. Dann lass uns doch mal einen Wirtschaftsminister einstellen. Überdurchschnitt, Überdurchschnitt, Unterdurchschnitt. Intelligenz und Courage, Führung, weiß ich nicht. Naja, aber ich meine, Unterdurchschnitt, er hat immer noch einen besseren Schnitt als Courage, Unterdurchschnitt, aber dafür Führung außergewöhnlich. Wir nehmen Valencia Diaz aus unseren eigenen Reihen. Und dann können wir jetzt in den Erlassen nochmal gucken. Wirtschafts- und Tourismus. Das können wir uns nicht leisten, aber die Industriegüter, die wären natürlich super. Den Tourismusindex, Tourismusindex, Schweizer Bankkonto, Tourismusindex, 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 Tourismusindex. Sie halten 20.000. Aufgrund der Inflation werden Gebäudepreise, spezielle Aktionen sowie Erlässe dauerhaft um 30% erhöht. Für die nächsten 5 Jahre sinkt die Zahl der Kapitalisten, kann man bis zu 5-mal ausgegeben werden. Nö, das machen wir nicht. Das ist eine kurzfristige Geldspritze, die langfristig sehr, sehr negative Folgen hat. Ich würde sagen, wir machen die Industriewerbung, sobald wir die 8.000 zur Verfügung haben. Und dann würde ich sagen, dass wir irgendwie nochmal, ich weiß es nicht, vielleicht doch noch einen zweiten Hafen bauen. Einfach nur, damit das Zeug schneller hier rauskommt. Ah, hier, guck mal hier, das war eine Idee. Ja, ich brauche Geld. Soll mal einen Raketentest machen, um das, ach Gott, oh Gott, oh Gott, sind wir pleite. Was, wo kommt das ganze Geld her? Wir haben eben 10.000 bekommen. Ist die Fabrik fertig? Gleich. Okay. Ausbau der Betrieb, Importe zulassen. Nee. Packhaus, plus 25% Produktion, das muss ich machen. Ah, und wir brauchen 3.500 für den Instant-Kaffee. Das ist schon den sie wollen, ne? Denke ich mal. Oder? Ich weiß es nicht. Ich lasse mal so laufen, dann sehen wir, ob das der Kaffee exportiert wird, den sie hier wollen. Wenn nicht, klicken wir das noch an. Wo ist das Schiff, das uns Geld bringt? Oder sind wir jetzt von der Außenwelt so weit abgeschottet, dass wir kein Zeug mehr exportieren können? Ich dachte, das beschränkt sich nur auf die Menschen, die hier leben. Hoffe ich doch mal. Aber ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Raketentest machen und diesen einen Erlass. Sonst gehen wir ganz, ganz schnell, ganz schnell. Ich liebe Gipfeltreffen, Präsidente. Erstmal nehmen wir den hier an. Oh, jetzt haben wir keinen Platz mehr für Raketentests, ne? Oh, wieder Geld bekommen. Anscheinend das Schiff ist da. Das Schiff ist da. Hurra, hurra. Infrastruktur. Dann brauchen wir auch keine Raketentests, dann sind wir ja. Dann sind wir ja hier fein aus dem Schneider. Was wir aber brauchen, ist ein zweiter Hafen, würde ich sagen. Nahrung und Rohstoffe, nee. Infrastruktur, Hafen, oh, 6.000. Na gut, aber dafür kommt zweimal im Jahr ein Schiff. Und dann sind wir da besser aufgestellt. Jetzt ist der Hafen hier so weit weg. Ah, da war er doch eben gut, oder? Da ist er gut, ja. Und Infrastruktur, Fuhrparkbüro nebendran. Wunderbar. So. Die internationale Gesundheitsorganisation ist es leid, die Lama-Grippe-Opfer zu zählen und hat die Beschränkungen für unsere Insel aufgehoben.
Einige Einheimische hatten die Sache in die Welt gesetzt. Es könnten aber auch Nationalisten gewesen sein, um Einwanderer zu vertreiben. Jetzt kann jeder wieder Tropico regulär erreichen. Sehr gut. Wir haben nach wie vor finanzielle Probleme, wie immer. Das ist normal. Und dafür haben wir jetzt eine Konservenfabrik, die läuft. Die produziert. Und hoffentlich auch diesen Kaffee in Dosen. Die Tropikaner erwarten Wahlen. Wahl ohne Rede. Jahr. Warum auch? Exportieren sie Salz? Puh, auch noch? Nee. Fuhrparkbüros und alles. Alles, was fährt, hat keine Arbeiter. Das ist schon krass. Liegt das daran? Ja, gut, wenn da manche keine keine Arbeiter haben, ist das ja nicht so schlimm. Mehr Raketentests? Nee, DEFCON wird dann wieder erhöht. Warten wir erstmal, bis der pankaribische Gipfel vorbei ist. Oh, außerdem können wir es eh nicht machen. Bauen Sie mehr Parks. Ich wollte Sie nicht kritisieren, aber hier gibt's. Gut. Dann lass es einfach. Ah. Einer meiner Lieblings-Lines sozusagen. Ich will ja nichts sagen. Ja, dann sag nichts. Ein Schiff exportiert tropikanische Güter im Wert von $22.595. Langsam aber sicher werden wir dann doch reich. Und. Beschränkter Zugang. Nee, wir leisten uns da gar nichts. Oh! Wir warten jetzt einfach mal, bis wir das Atomkraftwerk bauen können, weil ich glaube, dass das ja hier essentiell ist, um dann weiter in der Quest zu kommen, nicht wahr? Und warum exportieren wir kein Eisen? Wir produzieren doch Eisen, weil hier keine Leute arbeiten. Oh! Arbeitet, ihr faules Pack. Und hier auch. Volle Pulle jetzt hier. Ich weiß, Minenarbeit ist nicht unbedingt Lieblingsarbeit. Aber muss ja, ne? Da, die Eisenproduktion erhöht sich um 30%. Das machen wir doch hier sofort. Du bist nämlich an Stromnetz angeschlossen. Nice! Und, was ist das? Trennvorrichtung. Mein lieber Präsident. Betrug ist nicht erforderlich. Um 40%. Kostet nur 5.000. Wow. Um 70% haben wir schon erhöht. Der Rüttler. Nö. Nö. Glückwunsch, Sieg. Präsident. Hafen hat keine Arbeiter. Da brauchen wir mehr Hafenarbeiter, ne? Gelder erhöhen. Yeah. So, Finanzhilfe, Finanzhilfe. Eisenproduktion ist jetzt um ein Vielfaches gesteigert, hoffe ich doch. Hier oben haben wir anscheinend Müllprobleme. Weißt du was? Da machen wir doch einfach. Nee, machen wir nichts. Wir haben kein Geld. Wenn ich für jedes Mal einen Euro bekommen würde oder einen Dollar. Für. Oh nein! Oh nein! Komm schon, komm schon. Das kann doch nicht sein. Arbeiter! Wenn wir kein. Oh Gott sei Dank. Wenn wir keine Arbeiter hier gehabt hätten, hätte das Schiff nicht bearbeitet werden können, nicht gelöscht werden können. Niemand hat mehr Arbeit. Was ist denn hier los, Kinders? Ihr seid doch zufrieden mit allem. Freiheit ist auch besser. Umwelt, ja, die Umwelt. Weißt du? Ich glaube, wir müssen uns erstmal um die Umwelt kümmern. Vielleicht gibt es ja tatsächlich Leute, die hier nicht herkommen. Wegen den Umweltbedingungen. wir haben 40.000 zusammen. Jetzt machen wir sofort das Atomkraftwerk. Aber sofort. Industrie? Nee. Infrastruktur? Ja, Atomkraftwerk. Gerne ein bisschen außerhalb. Hier so. Warum geht das hier nicht? Warum geht das hier nicht? Warum geht das hier nicht? Ich weiß es nicht. Muss das auf den Berg? Muss das ans Wasser? Das muss bestimmt an den Fluss oder so. Auf Sand. Warum geht das nicht? Wir haben die 40.000 zusammen. Gleich wieder ausgeben. Ins Wasser auch nicht.
Seltsam. Das muss doch hier gebaut werden können, wo du willst eigentlich. Mach nochmal weg. Industrie, nee, Infrastruktur. Dieses Gebäude muss an Küste errichtet werden. Okay, das ist doch schon mal was. Ja, dann hier, ne? Eben was grün. Oh, wirklich so halb-halb. Krass. Ja, wunderbar. Dann haben wir das doch. Schnell bauen. Nochmal 30.000. Natürlich nicht. Hohe Priorität. Da komme ich auch selbst vorbei. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Mach schnelle. Und Eisen. Eisen exportieren wir immer noch nicht. Wie kommt das? Weil mir alles für die Waffenfabrik anscheinend ausgeben. Ne? Jetzt kommen hier endlich auch Leute. Wunderbar. Der Atomreaktor ist fertig, Sir. Jetzt können wir eine Atomwaffe entwickeln. Unser Wissenschaftler sagt mir, dass sie, vorausgesetzt, es gibt genügend Rohstoffe, eine Insel für Interkontinentalraketen entwickeln können. Ein Freund aus der UdSSR hat angeboten, uns die Baupläne für eine derartige Waffe zu verkaufen. Wenn wir keine Zeit verlieren. Erforschen Sie das Nuklearprogramm. Jeden Monat erhalten Sie Forschungspunkte für jeden Professor auf der Insel sowie den urananreichern Arbeitsmodus des Atomkraftwerks. Annehmen, natürlich. Wir gehen hier, statt auf produzieren Sie Strom, auf Anreicherung von Uran. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt geht's weiter. Nuklearforschung. Der Atomreaktor ist fertig, Sir. Für jeden Professor. Jetzt können wir eine Atomwaffe entwickeln. Können wir Uranminen bauen? Ja, ne? Oh, wir haben wieder kein Geld. Alles mit dem teuren Zeug hier. Oh, das kostet auch wieder Zeug pro Runde, ne? Heieiei. Wenigstens aber wieder Hafenarbeiter. Fuhrpark, Büro, hat keine Arbeiter. Ich weiß, ich weiß. Aber ich kann es mir nicht aus dem Hut zaubern. Ich glaube, ich habe hier eh viel zu viele. Na gut, was soll man machen? Was ein Erdbeben? Was ein Erdbeben? Ich hoffe mal nicht. Das wäre jetzt natürlich blöd, wenn wir gerade einen Atomreaktor gebaut haben und ein Erdbeben da kommt, daherkommt. Irgendwas ist da. Irgendwas gefällt mir hier nicht. Bekommen wir jetzt hierfür hoffentlich auch sofort Geld. Ich hoffe es mal. Präsident, haben Sie auch gut in der letzten Vulkanlehrstunde aufgepasst? Unser Vulkan ist einer der wenigen Dinge auf unserer Insel, die Sie nicht wirklich kontrollieren können. Und momentan bricht er aus. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Panik. Gut, dass wir hier nicht allzu viel gebaut haben. Ja, ist schon schön animiert, ne? Wui, 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 wui. Okay, schauen wir mal. Ist was kaputt gegangen? Ich glaube nicht, ne? Ein Schiff konnte nicht versorgt werden, weil keine Hafenarbeiter da sind. No! Ich bin nicht gut in dem Spiel. Irgendwas mache ich falsch. Nicht irgendwas, vieles. Aber ich hangel mich hier von Quest zu Quest. Exportieren Sie Eisen? Ja, würde ich gern, wenn denn hier die Eisenleute mehr produzieren würden. Und die Waffenfabrik nicht alles Eisen benutzen würde. Jetzt pass mal auf Wirtschaft. Jetzt pass mal auf, Junge. Wirtschaft, Handel, Export, Profit, Export, Volumen. Kategorie auswählen, links und weitere Informationen. Handelsübersicht, alle. Handelsübersicht, alle. Bevorzugter Handelspartner. Das ist alles für die Katz. Wir werden es aber bestimmt nicht hier Importe zulassen. Schiff hat angelegt. Jetzt doch. Ah, jetzt sind die Arbeiter da. Vier sogar. Und hier oben auch. Löhne für alle Hafenarbeiter festlegen. So, 13. Das müsste doch passen. Jupp. Wir haben wieder einiges an Geld gewonnen. Sehr schön. Importieren. Jetzt sag nicht, dass wir noch mehr Mais importieren.
Staatsschulden, Staatsschulden, Staatsschulden. Aber dafür läuft der Laden doch jetzt wieder einigermaßen. Ausland, EU kühl, Fraktionen sind alle irgendwie okay. Handel, Handel. Exportprofit ist gut. Wirtschaft, Einnahmen, Ausgaben, Bilanz. Bilanz 4500. Das könnte mehr sein, aber ja, so einfach ist das halt nicht, ne? So, jetzt. Nuklearforschung ist ja gleich fertig. Ei, super. Das kommt von unseren ganzen Professoren, denke ich mal, ne? Die hier auf der Hochschule rumlungern? Ich weiß es nicht. Aber, das bedeutet ja, DEFCON 5, Export, wir sind bei 0, bauen uns ja eine Erlöserstatue, da haben wir kein Geld für. Aber, läuft, die Nuklearforschung ist auch bald fertig. Wir haben Schreiben das Jahr 1982, der Kalte Krieg wird bald fertig sein. Endlich, Ziel erreicht. DEFCON 5, jetzt müssen wir es doch geschafft haben, oder nicht? Oder ist das Eisending immer noch? Wir können aktuell. Können wir das Eisen verarbeiten? Liegt es daran? Zement? Nee. Nee. So, was ist hier jetzt? Wir haben DEFCON 5, wir haben keine Aufgabe. Rakete zu verkaufen? Meine Ehefrauen sagen, ablehnen. Minus 2 DEFCON werde ich doch nicht für privates Schweizer Bankkontogeld hier aufgeben. Ich würde gerne weiterkommen, Kinas. Will aber nicht. Steh ich auf dem Schlauch oder steht das Spiel auf dem Schlauch? Letztens hat jemand zu mir gesagt, geh mal einen Schritt zur Seite. Und ich so, was bringt uns das denn jetzt in dem Problem weiter? Jetzt geh doch mal einen Schritt zur Seite. Ich gehe einen Schritt zur Seite. Und jetzt? Ja, merkst du was? Ich so, nee, was denn? Na, merkst du es nicht? Ich so, nee. Du stehst nicht mehr auf dem Schlauch. Und ich so, aua. Und dann bin ich so auf dem Boden, hab mich zusammen in so die Fötusstellung, hab geschrien, so, aua, aua. Und hab den Raum verlassen und das Problem da nicht gelöst. Okay, das Ende war leicht übertrieben, aber wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es, wenn jemand, den man nicht so gut kennt, solche Witze macht. Es ist auch so, immer ratsam, keine Witze zu machen bei Leuten, mit denen man irgendwie eine Arbeitsbeziehung hat und die man noch nicht so gut kennt. Was? 100.000? What the? Super nice. Scheint ganz so, als ob mir Uran anreichern. Super nice. Haben wir überhaupt Uran? Ah ja, unser Nuklearprogramm fordert dann keine Unterhaltskosten. Das ist sehr gut. Ich verstehe immer noch nicht, warum das hier nicht weitergeht. Was ist denn jetzt mit dem Eisen? Ich meine, klar, wir haben drei Waffenfabriken. Aber dann würde ich sagen, machen wir einfach noch mehr Eisenproduktion, als es eh schon der Fall ist. In der Hoffnung, dass wir dann mehr Eisen produzieren, als wir verarbeiten können. Ist ja nicht wie in SimCity hier, dass wir jetzt die Waffenproduktion einstellen, um das Eisen hier irgendwie klar zu machen. Wo geht noch was? Ich glaube, wir haben alle Eisenstellen schon benutzt. Ne? Ja, sieht ganz so aus. Und nö? Naja. Ja. Und nö? Müssen wir warten, bis 1990 erreicht ist, oder was? Ah! Sie wagen es, die USA anzugreifen? Leugnen Sie es erst gar nicht. Sie haben den Präsidenten ermorden lassen. Wir haben den Attentäter geschnappt. Ein Mann namens Juanito. Er hat gestanden, dass er aus Tropico stammt und von Ihnen geschickt wurde, um den Präsidenten zu töten. Was wollen Sie damit erreichen? Wollen Sie einen Atomkrieg starten, um noch mehr Profit aus Ihren Waffendeals zu schlagen? Sie sind Abschaum. Wir werden Sie finden und Sie für diesen grundlosen Angriff auf unser Land zur Rechenschaft ziehen. Ich glaube, wir haben das Spiel geschafft, oder nicht? Jetzt sagen wir nicht, dass die USA angreifen werden und wir uns verteidigen müssen gegen die USA.
Ein Schiff konnte abermals nicht versorgt werden. Ah, Flucht. Präsidente, die USA verbreiten Lügen über Sie. Man behauptet, Sie hätten den Präsidentenmord angeordnet. Die Vereinten Nationen haben mit der Jagd auf Sie begonnen. Ihnen werden auch andere Dinge angelastet. Alles Lügen, Präsidente. Man hat sogar UN-Agenten geschickt, um Sie zu verhaften. Sie werden sich nicht trauen, einen Fuß auf unser Hoheitsgebiet zu setzen, aber früher oder später werden die Vereinten Nationen Truppen schicken. Wir müssen verschwinden und weitere Hafenbecken bauen, um die Agenten zu verwirren. 10 davon sollten ausreichen. Mit Hilfe der Option schnelles Bauen können sie schneller bauen. Oh nein, wir 75.000 haben eine neue Identität kaufen können und wir haben 50. Oh, okay, Hafenbecken. Infrastruktur, Hafen. 10 Stück. Und zwar schnell. Okay, wir können 5 sofort bauen. Und was weiß ich, wie viele dann. Gleich. Hafen. Zack. Infrastruktur. Hafen. Ah, jetzt weiß ich auch, warum sie die Option mit den 75.000 angeboten haben. Weil sie davon ausgehen, wenn du 75.000 hast, kannst du auch gleich die Hafenbecken bauen. Aber das sieht ja gut aus. Wir haben ja Geld, ne? Wir haben ja Geld. Von daher. So, aber so 10 Hafenbecken sind schon nice. Soll ich mir angewöhnen, auf anderen Inseln auch immer sofort zu bauen. So, 7 waren es dann. Dann bauen wir jetzt noch. Können wir überhaupt noch? Nee, 4000. Na. 6 neue Einwanderer, das bedeutet aber, wir müssten gleich Geld bekommen und zwar hoffentlich viel. Wir verbinden die mal, dann kann es ja tatsächlich sein, dass wir schneller Geld bekommen, weil Hafenbecken, ne? So, verbunden sind sie. Und damit auch jetzt mehr oder weniger in der Lage, Schiffe anzunehmen, wenn wir denn Hafenarbeiter hätten. Haben wir aber nicht. Naja, aber für 13 pro Runde müsste das doch gehen. Ah, wir brauchen nur noch 2. Und wir haben das Geld, sehr gut. Infrastruktur, Hafen. Schnell bauen. Und jetzt ist das Geld fertig. Sehr gut. Damit wäre es geschafft. Hoffe ich doch. Huiuiui, das war jetzt zum Schluss nochmal tricky. Tricky, tricky, tricky. Jetzt ist die Zeit angehalten, weil ich hier Straßen baue, oder was? Naja. Jawohl. Die letzten Tage waren hektisch. UN-Streitkräfte waren hinter mir her, aber ich bin ihnen entkommen. Es hat mich alles gekostet. Mein Vermögen, meinen Ruf und sogar meinen Namen. Jetzt bin ich ein Niemand. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Nick Richards denkt, ich hätte etwas mit dem Attentat auf den US-Präsidenten zu tun. Hoffentlich werden mir Freunde und Verbündete helfen, dieses Missverständnis zu klären. Ich hoffe's mal. Ob's soweit kommen wird, werden wir in der nächsten Folge Let's Play Tropico 4 sehen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's genauso gut gefallen wie mir. Und ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egonson. Hoppla, da kommt noch was, da kommt noch was. Ich war nie seine Liebhaberin, sagt Sascha. Ah, da unten steht's ja. Oh, die komplette Welt ist gegen uns. Alte Freunde und neue Feinde, ihr glaubt, dies sei das Ende, ihr irrt euch. Die Bosheit, die ihr mich lehrt, will ich ausüben. Geht es schlimm zu, will ich es meinen Meistern zuvortun. Habe ich sonst nichts, so habe ich doch meine Rache. Da ist ja richtig Storytelling hier bei Tropico 4. Wenigstens. Naja, das hören wir uns das nächste Mal an. Bis dann. Ciao. Seite.